Hey, lass uns starten und hübsche Nägel zaubern. Ich bin jetzt hier erst einmal dabei, meine Nägel zu verlängern und würde sagen, wir sehen das Ganze jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. So sehen meine Nägel jetzt aus. Wie du siehst, sie sind bereits verlängert. Weiter geht es. Ich trage jetzt noch einmal Dehydrate auf. Den trage ich einfach am hinteren Rand auf, beziehungsweise noch auf dem eigenen Naturnagel. Nach Bedarf kannst du natürlich auch gerne Primer benutzen. Im nächsten Schritt geht es bei mir jetzt los, nachdem der Dehydrator gut eingewirkt hat bzw. eingezogen ist. Ich benutze hier jetzt einen Basecoat und trage den jetzt auf dem kompletten Nagel und auf die Verlängerung auf. Pass gut auf, dass du hinten am Rand gut Platz lässt, damit dir hier einfach nichts abplatzt und es zu keinen Haftungsproblemen kommt. Nachdem der Basecoat aufgetragen ist, wird er unter der LED-Lampe ausgehärtet. Weiter geht es mit dem farbigen UV-Lack. Ich habe mich hier entschieden für so ein schönes Rosa, der ist von Marcat. Ich werde dir natürlich auch alle weiteren Produkte unten in der Infobox verlinken. Den Lack trage ich jetzt erst einmal in einer satten Schicht auf und lasse ihn dann natürlich auch wieder unter der LED-Lampe aushärten. This in my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. Bei so einem UV-Lack entscheidest du, ob du nur eine Schicht aufträgst und sie dann aushärten lässt oder ob du sogar noch eine weitere Schicht aufträgst. Das ist ganz dir überlassen und kommt auch immer auf den Lack drauf an, ob er gut deckt und ob das für dich optimal ist. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. Nachdem der Farblack gut ausgehärtet ist, geht es jetzt auch schon weiter mit dem Topcoat. Den trage ich jetzt auch wieder auf dem kompletten Nagel, damit alle Nägel gut geschützt sind, alles gut hält und natürlich auch wunderschön glänzt. Nach dem letzten Aushärten sind meine Nägel jetzt auch schon fertig. Bei mir hält das Ganze problemlos 2 bis 3 Wochen. Danach werde ich das einfach wieder erneuern. Außerdem empfehle ich dir, mit dieser Variante nicht zu lange Nägel zu tragen, da das Ganze sonst etwas schneller, sag ich mal, abgehen kann oder einreißt oder abplatzt, weil das Ganze ja nicht so fest ist, wie wenn man Gelnägel trägt oder Polygel oder einfach Acrylnägel. Das ist natürlich eine stärkere Variante. Das Ganze ist hier einfach was für schnelle Nägel quasi und das hält dann, wie gesagt, bei mir so 2 bis 3 Wochen problemlos. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao! I feel it soaking, reopening.